So, Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich jetzt zugeben. Genau. So, können wir das nicht ein bisschen weitermachen, dass das hier irgendwie über den Stein geht? Wir werden jetzt in die Schlucht. Wir lassen uns treiben. Alter Schwede. Alter Schwede. Und wir werden so viel mitnehmen. Huch! Wir werden so viel mitnehmen an Materialien, dass uns ganz anders wird. Hoho, es wird uns ganz anders. So, mit viel Glück. Selbstverständlich auch Kohle. Auch Kohle müssen wir halt mit der Glücksspitzhacke abbauen. So, die Musik passt natürlich jetzt für jede Höhlenexpedition. Logischerweise. Ich hoffe nur, diese Schlucht ist genauso gut oder ähnlich gut wie die da drüben. Bei uns auf unserer Seite sozusagen. Denn. Nein. Fängt ja schon gut an. Eine Hexe. Oh, nein. Ein Creeper. Creeper. Hahaha. Perfekt. Okay. Der Creeper hat seinen Dienst getan. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Denn wenn wir jetzt hier in diese grüne Sülze reingehen, Sülze vor allen Dingen, dann haben wir ein kleines Problem. Ist das dunkel gerade? Alter. 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 Eisen. Eisen. Oh yeah, Baby. Oh yeah, es fängt harmlos an. Es fängt immer harmlos an. Und irgendwann ist es dann soweit. Ich weiß, die Musik passt so gar nicht dazu. Und ja, auch hier werden wir wieder in Kürze ganz schnell den Zeitpunkt erreichen, wo wir an Kohle vorbeilaufen. Vielleicht sogar an Eisen. Weil wir sagen, Leute, wir haben keine Taschen mehr. Es geht einfach nicht mehr. Aber noch ist nicht die Zeit. Noch sammeln wir alles ein. Noch sind wir gierig. Und wir sind gierig. Wie die Zwerge von Moria. Aus Herr der Ringe, falls das jemand nicht kennen sollte. Was mich stark wundern würde. Cheap? Cheap? Wie tief sind wir denn jetzt, wenn wir hier einmal runter sind? So auf 36. Das ist jetzt auch gar nicht mal so hoch. Das ist ja schon ein bisschen tief, schon. So, wir müssen nicht mehr großartig weit runtergraben. Dann sind wir schon wieder auf Diamantenhöhe. Denn nur danach gelüstet es uns. Nach Diamanten. Und was ich auch gerne mal machen würde, tatsächlich irgendwann mal, ist Prismarin. Weil Prismarin, damit kann man, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen jetzt. Weil, also dieses grünliche Zeug. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Damit kannst du halt auch ne, Treppen und Stüfchen und so weiter. Alter, das sieht ja schon majestätisch aus, oder? Das sieht ja schon geil aus. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das sieht ja mal genial aus. Alter. So, das Ding ist, ich würde jetzt gerne in die Höhle rein, damit es nicht so auffällt. Ist das Wasser? Hallo? Bist du Wasser? Bist du Wasser? Pass auf, ich weiß, was ich mache. Grafikeinstellung, Shader. Aus. Ich weiß. Also wieder im Höhlenmodus. So, dann ist alles sowieso ein bisschen viel heller. Und auch viel zuträglicher für mich Hasenfuß. Ist mir aber egal. Lacht mich ruhig aus. Oh, guck mal, wie smooth jetzt irgendwie. Wie smooth jetzt die FPS auch hier mal reinkicken. Ach nee, Kollege. Na, wen haben wir denn hier? Haha. Da wolltest du mich doch irgendwie, da wolltest du auflauern, oder? Da wolltest du mir auflauern. Du kleiner Schlingel. Ich habe das ganz genau im Blick.
Ja, ich weiß, es ist nicht sonderlich schlau. Oh mein Gott, wo? Wo denn? Wo? Von wo? Bist du von hier? Wo denn? Alter, ist das dämlich jetzt hier? Mit der Spitzhacke sich hier weiter versuchen, aber hier ist nichts. Eventuell doch. Egal. Wir wollen jetzt hier rein. Das, also hier unten wollen wir eigentlich hin. Soweit ich das, wenn ich das richtig sehe, wollen wir hier rein. Was bedeutet, wir müssen hier irgendwie... Hilfe. Hilfe. Okay. So. Ich glaube, es geht los, liebe Leute. Aha. Ein Scherge mit einem... Sag mal, warst du das gerade eben? Zufälligerweise? Kann man irgendwo auch hier irgendwie diesen komischen Wasserzufluss hier stoppen? Ist das nervig gerade? Hilfe? Aha. So, wir wollen auf jeden Fall runter und ich sehe da schon wieder... Guck mal hier. Oh, hier sind aber zu viele. Hilfe. Hopp, hopp, hopp. Ich muss aufpassen. Ja, ja, ich habe dich gesehen, Kollege. Zacki. Und nochmal. Alter, ich habe... Oha. Und da ist ein Creeper. Hallo, Creeper? Creepy. Ja, komm. Und da unten ist schon Lapis. Oh, ist das schön. Gold. Leute. Ich sage euch, wie es ist. Wir werden hier glücklich. Wir werden hier glücklich. Und tatsächlich habe ich mich in den letzten Folgen, in den letzten vielen Folgen, ein bisschen geärgert darüber, dass wir keine Gesprächsthemen haben. Aber wenn ich es jetzt so recht bedenke, wozu? Oh mein Gott! Gott, du kleiner Pisser. Ich meinte, du großer Pisser. Nein, nein, ich meinte kein Pisser, nur groß. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Genau, wir brauchen gar kein Gesprächsthema. Es reicht doch, wenn wir hier ein bisschen Spaß haben. Die Musik hatten wir doch gerade. Oh nein, nein, nein! So, das war geplant. Sag mal, die Musik hatten wir doch gerade eben schon. Ja, die ist gut. Ich kann auch ein bisschen lauter machen. Ja, die ist schön. Die Musik, die gefällt mir. Alter, wie viele... Sag mal, gibt es da von euch irgendwie... Seid ihr eine Großfamilie oder was? Kann das? Hm. Ich sehe überall Lapis. Und wer mich kennt, weiß, ich mag Lapis. Ich liebe Lapis. Aber was ich noch mehr liebe, ist Kontrolle. So, Kontrolle über mein Umfeld. Geht weg. So, dann nehmen wir mal Lapis mit. Schade, dass man aus Lapis tatsächlich nicht irgendwie, naja, Stufen und Treppen machen könnte. Boah, wäre das, das würde ich so feiern. Das würde ich so feiern. Aber das geht ja leider nicht. Man kann aus Lapis lediglich Blöcke machen, zu dekorativen Zwecken, aber... Ja, weiß ich nicht. Ich habe mal versucht, so ein bisschen so in der Kopiewelt, in so einer Bauprobewelt, ihr wisst ja, ne? Da habe ich mal so versucht, so ein bisschen... Ja, aber wirklich viel kannst du mit Lapis echt nicht machen. So leid mir das tut. Und glaubt mir, wenn es jemanden gibt, dem es leid tut, dann bin ich das. Aber gut, okay. Was nicht ist, kann ja noch werden. Wer weiß. Es ist ja nicht das letzte Update, was bald kommt. Da kommen ja noch vielleicht noch die ein oder anderen Updates. Mit ein bisschen Glück
So, ich fürchte, liebe Leute, wir sind hier mehr oder weniger in einer Art Dead End. Wir müssen uns runtergraben. Wie tief sind wir? 19. Ist ja auch nicht mehr viel. Und ich höre hier wieder ein bisschen Gewässer. Gewässer. Ich höre hier fließt und plätschert es wieder. Aber wir sind so zugeschissen mit Kohle. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich denke immer, ich bin so ziemlich unflätig mit meinen Begriffen. Aber tatsächlich, ich habe mir immer wenn das so war, habe ich mir gedacht, meine Güte, ey, du bist doch voll der Gronkh-Fan. Der Gronkh macht das doch gar nicht. Aber von wegen, am Arsch die Räuber. Ey, schaut euch mal die alten, ne, ich meine gut, ne, die alten Displays auch an. Die alten Minecraft-Folgen. Alter Schwede, der hat aber ein ganz schönes Kackermundwerk hier, der liebe Herr Gronkh. Ja, das will ich auch mal so sagen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ja, ich finde das gut. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder einen Kommentar bekommen. Ey, du machst voll Gronkh nach, ne? Ja, du sprichst genau wie der, du machst die gleichen, du lachst wie der. Junge, ich habe schon immer so gelacht. Da kann ich doch, Alter, ist das laut. So, Kollege, ich habe schon immer so gelacht. Vielleicht als kleines Kind anders als jetzt, aber ich habe schon immer so gelacht. Also, geh mir nicht auf den Senkel. Wenn jetzt irgendjemand lacht, der genauso lacht wie ich, dann ist das halt so, mein Gott. Übrigens, Bro. Obwohl, das Thema hatten wir vor kurzem schon mal, ne? Bro, ich habe gehört, der Gronkh, der isst liebend gerne auch. Frühstück, Mittag und Abendessen, tatsächlich. Und der mag auch Pizza, du auch? Ey, machst voll den Gronkh nach, ne? Ey, erfinde mal deinen eigenen Style. Du Copy-Bitch, du. Ah, Leute, es geht los. Es geht wieder los. Alter, wie viel Kohle haben wir denn hier? Das ist schon nicht mehr normal. Ich fürchte, diesmal werden wir uns tatsächlich... Ja. Ne? Guck mal hier. Wie ich gesagt habe. Wir müssen, was ist das denn? Leuchttintenbeutel. Ich schnall immer noch nicht, was genau das sein soll. Also ich habe mal nachgelesen. Leuchttintenbeutel sind halt von Leuchttintenfische, die aber erst mit der 1.19 kommen sollen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, Frage. Nein. Scheiße. Ich meinte, verdammt. Oh nein. Wie unflätig von mir. So. Wir werden mal gucken. Vielleicht werden wir hier uns weiter runtergraben. So, wie ich es gesagt habe. Zack. So, dann haben wir jetzt... Boah. Ein Arsch voll Kohle. Zack. Gut, die können wir jetzt aber so lassen. So. Eine Axt. Tja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt hier erstmal weitergehen soll. So, wir waren hier. Ich gucke erstmal, ob wir auf normalem Wege runterkommen, ja? Ja, verdient. Entschuldige, aber das hast du dir voll verdient. So, hier kamen wir nicht weiter? Nein? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ach, hier waren wir hier oben, genau. Und dann ging es da runter. Frage, wie weit geht es da runter? Wir wollen ja hier alles auskundschaften. Okay. Nicht weit. Wir müssen uns runtergraben, Leute. Wir müssen uns einmal... So leid mir das tut. Ne, pass mal auf. Die können wir doch hier verbrauchen. Und dann können wir das hier wieder mitnehmen. So, Final Fantasy 8. Walls for the Moon. Ach, es sind so viele Spiele, die ich in letzter Zeit spielen möchte und so wenig Zeit. So wenig Zeit, so wenig Zeit. So, von da kommen wir. Dann haben wir hier hinten, sind hier einmal rumgegangen, richtig? Da haben wir auch so eine Art Walzer gemacht.
Nein, noch nicht. Wie gesagt, ich denke mal, ja gut, den können wir mitnehmen. Ich denke mal, wir werden sehr, sehr viel. Moment mal, können wir das überhaupt machen mit dem Eisen? Dass wir uns da irgendwie so Eisenblöcke machen? Die müssen wir erstmal schmelzen, oder? So, wo war das denn? Da, baba. Ich weiß das gar nicht mehr, wo wir waren. Pass auf. Ich werde jetzt hier... Ah, Moment. Ich bin ja nicht doof, ne? Also schon ein bisschen. Aber nicht allzu doof. So, wir werden das jetzt... Auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig wird. Aber wir müssen uns jetzt hier... Und das, die Kohle, die ignorieren wir mal getrost, ja? So, das wollen wir nicht... Die wollen wir jetzt erstmal nicht haben. Die bleiben wir erstmal da. Behalten wir erstmal da. Ich denke mir noch gerade eben so aufpassen. Nicht, dass du dich gleich erschrickst. So, jetzt ist das wieder. Jetzt können wir mit der Glücksspitzhacke so ein bisschen viel abstauben. Haha. Und nun wieder die hier. Wo ist sie? Hier, genau. So. So, irgendwie werden wir wohl einen Weg nach unten finden. Und eventuell auf eine Höhle stoßen. Obwohl die Musik ist gerade ein bisschen laut auf meinem Ohr. Ich höre nichts. Da-da-dam. Nein. Ja gut, komm, wenn du halt hier Erze hast. Oh, mein Gott, ist das lästig hier. So, was macht man nicht alles für Eisen? Mein Arzt hat gesagt, ich habe Eisenmangel und dagegen muss ich unbedingt was tun. Das mache ich jetzt auch. Ja, der Witz war schon damals zu 2014 nicht lustig. Der wird auch nie alt, aber auch halt leider nie gut. Aber ich bringe ihn trotzdem, weil ich es nicht besser kann. Weil ich auch sonst keine Freunde habe. Hilfe. Das ist sogar wahr. So, wie viele Screenshots haben wir gemacht? Wir haben schon 3 gemacht. Ach, das ist ja gut. Huch. Da müssen wir jetzt nicht noch großartig weiter überlegen. Nein! So. Und die Fackel ist ja mal super hier angebracht. Ich finde das voll unangebracht, ne? So, hier, ja. Wie weit sind wir? Wir sind auf 7. Wir müssen nicht großartig weiter runter, glaube ich, Leute. Die Frage ist nur, kriegen wir eine Höhle noch? Ich hätte ja gern irgendwie eine Höhle. Ich habe jetzt keinen Bock auf Strip Mining, wenn ich ganz ehrlich bin. Boah, das wäre echt voll der mega Downer jetzt. Habe ich hier auf meinem rechten Ohr irgendwie Lava gehört? Och, mö. Ich höre was. Ich höre Lava. Ich freue mich. Immer wo Lava ist, könnte auch gut möglicherweise Rubine sein. Diamanten, sag ich doch. Rubine, ihr seid ja komische Leute. Rubine. Hä? Wie kommt denn jetzt da drauf, bitte? Okay, Killer Instinct, Saber Wolf. Ich sollte mir eigentlich mehr Killer Instinct Soundtracks holen. Die sind gar nicht mal so schlecht. Oh ja, ich höre es. Ich höre es, Blubbern. Schidurinski. Okay, wir sind unterm Lavaberg. Das ist nicht gut. So, gucken. Okay. So, kann ich hier denn irgendwie...
Wir müssen mal gucken. Ich will mich da ein bisschen höher graben. Klingt jetzt doof, ich weiß, vielleicht. Das heißt, ich weiß es nicht. Vielleicht klingt es doof. Ich habe hier wieder keinen Platz. Warum nicht? Pass mal auf, wir haben hier hinten Lava, ja? Ah ja. Wird die mich stören? Die wird mich nicht töten, oder? So. Auf das Eisen kann ich erstmal getrost verzichten, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Vielleicht muss ich ein bisschen aufpassen. Puh. So, das wird jetzt ein bisschen abenteuerlich. Aha. Genau das wollte ich erreichen. So, und ich muss jetzt hier gucken, dass ich jetzt bloß überall Licht machen kann. Aha. Genau das wollte ich. Ja, das ist gut. Solche kleinen Höhlen. Höhlengänge und so weiter. Alles schön auskundschaften. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gehe gleich wieder zurück zur Höhle. Aber ich will unbedingt gucken, wo es hier lang geht. Wunderbare Sache. So, pass auf. Nehmen wir jetzt Eisen mit. Weißt du, ehrlich gesagt gar nicht. Es wird scheinbar nicht so lange gedauern, diese Höhlentour, wie die letzte. Obwohl, ich glaube, die letzte war auch gar nicht mal so lange, oder? Also zumal wir hier jetzt mit der Glücksspitzhacke auch sofort irgendwie durchgehend nur, auch wenn es überwiegend jetzt nur Kohle ist, aber wir sind hier echt nur am Abkrabbeln. Und was mich jetzt sehr erfreut, wir haben jetzt endlich mal mehr Lapis, mehr Redstone und ein bisschen Gold. Ein bisschen mehr an Gold. Und ich habe wieder keinen... Ey, nee, Kollege. So klappt das nicht. So. So, hui. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Aber wir sind hier schon wieder weit, weit über der Zeit. Es tut mir leid. Liebe Leute, ich bin hier erstmal raus. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir gucken mal in der nächsten Folge Lapis. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Tschüssi.